In diesem Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen besprechen wir das Fenster Horizontale Verschiebung, also wie wir Funktionen nach links oder nach rechts verschieben können. Das Fenster zeigt zwei Funktionen. Die Funktionsgleichungen sind f von x gleich x hoch 2 und g von x gleich x plus 2 in Klammer hoch 2. Links ist eine Wertetabelle vorgefertigt. Eine schöne Aufgabe, das möchte ich euch gar nicht wegnehmen, also nichts wie los, Pause drücken, Wertetabelle ausfüllen. Und euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir hier die gleichen Werte links und rechts haben. Aufpassen aber, dass die x verschoben sind. Und genau das ist eigentlich, auf was die nächste Zeile abzielt. G von x ist gleich f von, und nun sollen wir dieses Argument finden, was die Gleichung hier erfüllt. Denken wir kurz darüber nach. Ich schreibe es unten hin. Wir nehmen einfach ein Beispiel her. Also zum Beispiel die letzte Zeile aus dieser Wertetabelle. Wir wissen, f von 3 ist gleich 9. Und wir sehen hier auch, dass g von 1 auch 9 ist. Setzen wir jetzt x gleich 1, also g von x ist gleich. Und was müssen wir dann in das Argument vom f schreiben? Wenn x gleich 1 ist, wir aber 3 erreichen wollen, f von x plus 2. Und das ist eigentlich auch schon das Ergebnis von oben. G von x ist gleich f von x plus 2. Das heißt, wenn hier etwas Positives steht, ist die Funktion g nach links verschoben. Genau das soll hier unten ergänzt werden. Der Graph von g entsteht durch die Verschiebung des Graphen von f um 2 Einheiten nach links. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Nochmal ein Beispiel. Wir haben wieder eine Funktion f von x gleich x hoch 2 gegeben und ich möchte wissen, wie sieht dann die Funktion g von x gleich x minus 3 in Klammer hoch 2 aus? Denkt darüber nach, zeichnet es eventuell sogar ein oder berechnet eine Wertetabelle. Die Lösung kommt dann mit GeoGebra. Dann schauen wir uns das jetzt auf GeoGebra an. Wir sehen hier die Funktion f von x gleich x hoch 2 und g von x gleich x minus 3 hoch 2. Hier steht minus 3, das heißt, die Funktion wird um 3 Einheiten verschoben, und zwar nach rechts. Wir können jetzt beliebige Punkte von dieser Funktion nehmen und jeweils 3 Einheiten nach rechts gehen. Und die neuen Punkte, die dann herauskommen, sollten genau jene Punkte sein, die auf dem Funktionsgraphen von g liegen. Ich blende g jetzt ein. Und gibt das andere wieder weg, damit es übersichtlicher ausschaut. Und wir sehen, die Funktion g ist um 3 Einheiten nach rechts verrückt worden. Zum Abschluss noch kurz eine Verdeutlichung. Wenn wir jetzt einen positiven Wert von a hätten, dann wäre die Funktion nach links verschoben worden. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.